Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die von der Street in die Sweet Box von Robbie Banks und John Weber. Wie immer, alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, ihr habt es schon gesehen. Wir haben heute eine ganz spezielle Box. Nämlich ist diese quasi gehälftet, zweigeteilt. Und es ist keine so eine Standard-Club-Box, sondern es ist eine etwas dünnere Pappbox. Also es ist nicht dieser gestärkte Karton, es ist etwas dünner, etwas leichter das Ganze. Aber nichtsdestotrotz eine gut designte Box. Da wir, wie gesagt, wir haben hier dieses Element von der Street mit John Weber und auf der anderen Seite das Indie Sweet Element mit Robbie Banks. Also einmal Straße und einmal so das Leben im Hotel in der Suite. Oben haben wir den Barcode, unten schwarz. Auf der Seite lesen wir nochmal von der Street Indie Sweet und auf der anderen Seite nochmal die beiden Interpreten, John Weber und Robbie Banks. Also rein vom Design gefällt mir richtig gut die Box. Auch in diesem, ja, Comic-Stil. Und habe ich so noch nicht gesehen. Also so eine gesplittete Box. Okay, dann schauen wir mal, was wir an Inhalt haben. Wir haben einmal ein Türschild oder ein Anhänger für die Klinke, für die Türklinke. Dann einmal ein T-Shirt, ein Poster, einmal die Instrumentals und jetzt das Album. Okay, wie immer. Fangen wir an mit dem Album an sich. Dieses sieht folgendermaßen aus. Wir lesen hier wieder von der Street in die Suite. Und auch hier auf dem Albumcover zieht sich dieser 50-Split durch. Also 50% gehören John Weber, 50% Robbie Banks. Gefällt mir richtig gut. Und hier haben wir noch den Hinweis bezüglich der Texte. Von der Street in die Suite. Vor allem auch immer so dieses Schwarz-Weiß, diese Kontraste. Schön gemacht. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 15 Tracks. Und wir haben hier zwei Solo-Tracks. Also einmal John Weber und einmal Robbie Banks Solo-Tracks. Und dann haben wir zwei Features. Nämlich Noor und Senat Hassani. Drei Features und Mo Mitchell. Mo Mitchell ist ein Begriff. Senat Hassani ist mir jetzt kein Begriff. Und Noor ist ein französischer Rapper aus Marseille, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die Tracks, die mir jetzt besonders gefallen haben, beziehungsweise die jetzt hängen geblieben sind, so beim ersten, zweiten Mal durchhören, waren auf jeden Fall mal die ersten zwei Tracks, Ouvertüre und Von der Street in die Suite, und dann auch noch der letzte Track, nämlich Epilog. Im Gegensatz zu den anderen Tracks, die sind doch generell so von den Beats und vom Rap her etwas so laid back, gechillter das Ganze. Und Epilog ist dann nochmal zum Abschluss so ein bisschen ein pushenderer Track, der nach vorne geht und wo die beiden auch ihre Stimme mal etwas erheben und lauter rappen. Dann haben wir hier das Album. Also ihr seht schon, dieses Schwarz-Weiß-Design zieht sich komplett durch. Und dann haben wir hier das Booklet. Schauen wir gleich mal. Wenn wir nicht hängen bleiben. So, aber jetzt. Okay, alles klar. Also das Booklet ist hier als Mini-Poster quasi verwendbar. Robbie Banks, John Weber, Von der Street in die Suite lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir die Infos, nämlich hier haben wir 8 Tracks inklusive der Infos und hier die restlichen 7 Tracks. Und hier haben wir noch die Rückseite,
der Social Media Auftritte von Robbie und John. Und hier nochmal das Cover. Gut, gehen wir zurück in die Hülle. So sieht die CD aus. Klassisch in Schwarz gehalten. Und hier lesen wir es ebenfalls von The Street in the Suite. Gut, dann kommen wir zur Instrumental-CD von The Street in the Suite. Instrumental-CD. 15 Tracks. Ebenfalls also. Auf der Tracklist jetzt keine Skizze oder irgendwelche Lückenfüller, deswegen natürlich auch hier 15 Tracks als Instrumentalversionen. Die CD, genau wie schon die Standard-CD, aber hier halt mit dem Vermerk, sage ich es falsch rum, mit dem Vermerk hier Instrumental-CD. Wie immer die Instrumental-CD in einer Papphülle. Dann haben wir ein Poster. Dieses relativ klein, aber macht nichts. Bin generell eh nicht so der Fan von diesen Riesenpostern, immer A1 oder A0. Kleine, durchaus in Ordnung. Und hier lesen wir wieder von The Street in the Suite. Die beiden Interpretennamen John Webber und Robbie Banks. Und auch hier wieder die beiden Gesichter bzw. Köpfe in dieser Comic-Variante. Poster im Querformat. Rückseite ist blank weiß. Dann haben wir diesen Anhänger für die Tür bzw. dieses Nicht-Stören-Schild. Ihr kennt das, wenn ihr im Hotel seid, habt ihr immer diese Schilder bezüglich des Personals, der Putzkräfte. Könnt ihr natürlich sagen, bitte, bitte sauber machen oder nicht stören. In dem Fall haben wir hier John Webber Do Not Disturb, also nicht stören. Hier noch 5 Sterne, 5 Sterne Hotel. Und hier haben wir 5 Streifen und hier steht auch wieder Do Not Disturb. Also egal wie es aufhängt, es ist auf jeden Fall nicht stören und ihr könnt euch dann entscheiden, weiß oder schwarz, beziehungsweise John Webber oder Robbie Banks. Ist eine nette Sache, passt natürlich auch zum Albumtitel Suite. Also bei einer Suite kann man sowas durchaus verwenden oder bei eurem Kinderzimmer, wo auch immer ihr euch derzeit aufhaltet. Und dann haben wir als letzten Bestandteil noch ein T-Shirt. Dieses in Schwarz mit weißem Aufdruck. Also, wir lesen hier VDSIDS, das wohl für von the Street in the Suite stehen dürfte. Und wir haben hier B&C, also ein B&C-Shirt in Größe L. Und was haben wir hier? Die Information. 100% Baumwolle und das Ganze ist, kann man es hier lesen? Ja, schwierig. Hier steht Made in Bangladesch. Größe L. Neckprint bzw. Rückenaufdruck haben wir keinen. Mich überrascht jetzt nur etwas, dass es 100% Baumwolle ist, weil es fühlt sich echt, echt gut an. Schöner Stoff und auch der Druck sieht ganz, ganz stabil aus. Und meiner Meinung nach ist das ein bisschen speziell, das Shirt, weil es wirklich, da ist die Frage, ob man das jetzt sieht hier im Video. Also, es ist nicht so ein 0815 Baumwoll-Shirt, sondern es ist etwas, es fühlt sich an, als wäre da Elastan oder irgendein Zusatzstoff drinnen, weil es wirklich so ein bisschen dehnbar ist und dementsprechend dann auch körperbetonter anliegt. Gefällt mir gut. Wir schauen uns nochmal kurz an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also das T-Shirt in Schwarz und dann haben wir hier den weißen Aufdruck quer über die Brust mit dicken Blockbuchstaben von der Street in die Suite. Gefällt mir richtig gut, gerade auch, weil dieser Schriftzug VDSIDS sehr viel Interpretationsspielraum bietet, meiner Meinung nach. Also wenn es da wirklich plump draufstehen würde von der Street in die Suite, wirklich in ganzen Wörtern, fände ich das, glaube ich, nicht so gut, aber so ist es echt gut gemacht und die Leute, die jetzt nicht so in der Materie sind, wissen vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht, worum es geht. Also ich finde es richtig gut, das T-Shirt und das kann man auf jeden Fall anziehen.
Und wie immer fassen wir am Ende zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal dieses Shirt, das ich eben gezeigt habe. Diesen Do Not Disturb, nicht stören, Tür-Anhänger, Klinkenanhänger. Dann haben wir einmal die Instrumentals in der Papphülle. Das Album an sich. Und das Poster, auf dem wir im Querformat nochmal das Albummotiv haben. Von The Street in the Suite. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Wenn ihr die Musik feiert, wenn es euch gefällt, dann unterstützt die beiden Herren. Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.